Ja sam Miran, imam 30 godina i dolazim iz Mostara, Bosna i Hercegovina. Ich bin Miran, bin 30 Jahre alt und komme aus Mostar, Bosnien-Herzegowina. Die Heimat für mich ist da, wo es hell ist und wo die Sonne anders scheint. Da, wo meine Familie ist, die Familie, die sich immer beschwert, dass es zu heiß dort ist. Da riecht es anders. Es riecht immer nach Frühling, auch wenn es nicht Frühling ist. Und da war es mal sehr hell. Besonders als ich klein war, dann wurde es aber auch dunkel, leider. Und das Dunkle versuche ich zu vergessen. Und seitdem ist es nicht viel heller geworden. Obwohl die Sonne immer noch genauso scheint wie früher. Und ich möchte, dass es wieder sehr hell ist da. Die Heimat ist nicht so weit weg. Aber ich bin weit weg von der Heimat. Ich heiße Michael, ich bin 59 Jahre alt und in Baden-Baden aufgewachsen. Meine Heimat war der Schwarzwald. Mit Zelt, Rucksack und Ravioli-Dosen mit meinem Jugendfreund durch die Wälder und Wiesen streifen, das Übernachten in einer Scheune, im Heu, das war Heimat. Seit über 35 Jahren lebe ich jetzt in Bremen. Hier ist meine zweite Heimat, falls es eine zweite Heimat überhaupt gibt und falls Stadt überhaupt Heimat sein kann, was ich mit zunehmendem Alter bezweifle. Es gibt bei mir die Sehnsucht nach Dorf, eigenes Gemüse anbauen,
Steinkreuze und Kraniche. Meine Eltern sind inzwischen sehr alt. Der Abschied rückt in greifbare Nähe und ich bin weit weg. Manchmal frage ich mich, ob es damals richtig war, von zu Hause wegzugehen. Ich weiß es nicht. Wir sind eben nomadische Existenzen geworden. Und so ist Heimat auch etwas Utopisches. Ernst Bloch, was jedem in die Kindheit scheint und wo noch keiner war. Heimat.